Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei der Heimschiff-Familie. Wir nehmen euch mit auf eine mehrere Tage lange Reise. Und zwar starten wir hier von Ilsenburg im Harz gen Schweden. Für die, die es noch nicht in der Zeitung gelesen haben, wir wollten eigentlich wieder zurück nach Irland. Aber in Irland erwartet uns ein Quarantänehotel. Und da müsste man dann mehrere Tage, also 10, 12 Tage bleiben, bis über 6.000 Euro bezahlen und das mit einer 8-köpfigen Familie und Baby. Das, 10-köpfige Familie, 8 Kinder, das ist einfach zu viel. Und genau, deswegen starten wir auf diese Tour. Wir haben uns noch einen Transporter organisiert, weil wir müssen ja einfach unsere ganzen Sachen transportieren. Wir haben jetzt hier einmal erstmal links unseren Blueberry. Den kennt ihr ja schon von unseren Übernachtungsaktionen. Und wir haben uns, es war auch immer die Frage, was kaufen wir denn jetzt, ein Joto oder nicht? Da verlinke ich mal hier das andere Video. Wir haben uns jetzt aufgrund der ganzen komplizierten Bauvorschriften in Irland und so weiter, haben wir uns jetzt erstmal dafür entschieden, wir kaufen eine Jurte oder wir haben eine Jurte gekauft und zwar erstmal eine Pfadfinder-Jurte, eine 6 Meter Jurte. Damit sind wir erstmal ein bisschen flexibel, können vielleicht auch erstmal ein, zwei Monate irgendwo im Sommer technisch überbrücken. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wo Gott uns da hinführt in Irland. Jedenfalls haben wir jetzt hier im Blueberry die Jurte drin. Jetzt kommt noch ein kleiner Karton kommt noch. Und das war es dann auch schon. Das ist eine 6 Meter Pfadfinder, so eine deutsche Pfadfinder-Jurte. So eine 8, nee, keine Ahnung, wie viele Ecken die hat. Also Riesending. Wir haben uns einen Transport organisiert, habe ich ihm gerade schon gesagt. Der ist weiß, wir nennen den Snowberry. Und den werden wir jetzt mit all dem Equipment bestücken, was wir jetzt noch mitnehmen. Wir haben Waschmaschine, Trockner, Sofa und alle möglichen anderen Dinge, die wir noch mitnehmen müssen, die jetzt unsere Reise hier begleiten. Und wir nehmen euch mit. Heute ist Tag 1, packen. 31. Mai 2021. Viel Spaß! Dieses Video wird präsentiert von Der Fall von Rabeneck, dem ersten Buch in unserem eigenen Verlag. Der Fall von Rabeneck ist eine Geschichte über Edelmut und Ritterlichkeit, aber auch über Glauben und die heilende Kraft der Vergebung. Weitere Informationen findet ihr auf www.derfallvonrabeneck.de. So, also, die Mädels haben sich da schon mal auf unserem Sofa positioniert. Das werden wir natürlich noch gleich etwas zubauen. Da könnt ihr leider nicht sitzen und mitfahren, Mädels, das funktioniert nicht. Und hier vorne haben wir jetzt unsere Kommode eingebaut und unsere Trockentrenntoilette. Das hat dann eben den Vorteil, dass man die Tür, müssen wir vielleicht mal schon mal von dem Abstand her machen, um es nur zu passen, dass wir einfach die Tür aufmachen können. Man kann auf Toilette gehen. Und hier kommt noch ein Vorhang davor und dann ist es schön. Und die Kommode, die ist so gemacht, dass wenn wir sie richtig packen, also richtig zugänglich noch machen, hier ist nämlich für die Kinder alle Sachen bereit gepackt. So, dass Katharina auf der Fahrt ziemlich leicht an die ganzen Klamotten rankommt. Auf geht's weiter. So, für euch waren es nur ein paar Sekunden, aber der erste Tag für uns, Montagabend, ist vorbei. Und ihr seht hier, das Auto ist, sagen wir mal, zu 2/3 schon voll. Also wir haben quasi fast alle Zimmer leer. Ich blende euch gleich nochmal ein Foto ein, wie es jetzt bei den Kindern aussieht. Weil wir haben nämlich für alle Feldbetten gekauft. Und dadurch schlafen die jetzt alle auf Feldbetten. Und wir werden jetzt dann jetzt die nächsten 2 Nächte auf Feldbetten schlafen. Und die dann alle in Blueberry einladen. Und wenn wir dann nämlich in Schweden sind, dann müssen wir zweimal auf Campingplätze und beim zweiten Campingplatz, da wollen wir in unserer Jurte schlafen. Und dann packen wir die Feldbetten wieder aus. Also bleibt dran, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und weiter geht's. Hast du auf Aufnehmen gedrückt? Jetzt habe ich auf Aufnehmen gedrückt. Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute ist Tag 2. Wir waren jetzt gerade hier beim Arzt zum PCR-Test, weil die schwedische Fähre im englischen PCR-Test braucht. Das ist ja alles ganz abenteuerlich, weil die alle nicht wissen, was man da... Die haben das nicht so oft und dann das richtige Formular. Wer verreist schon heutzutage? Genau, wer verreist schon und die denken auch alle, wir sind Touristen, aber wir müssen ja das Land verlassen. Aber die haben gesagt, sie können nicht garantieren, dass der Test morgen da ist. Also hoffen und beten, dass es morgen gut klappt
Und genau, jetzt geht's weiter ans Packen. Und noch einen halben jetzt Tag. Jetzt frühstücken wir erstmal. Ach, Frühstück. Nein, ja, genau. Und heute Nachmittag machen wir noch. Heute Nachmittag machen wir noch ein paar Besuche. Und dann morgen früh geht's los. So, ich nehme euch mal kurz mit rein. Wie macht man denn Mittag? Ja, wir sind unser Geschirr ist halb verpackt. Deswegen haben wir jetzt einfach so eine passend schwedische Schale hier genommen und einfach Reis auf eine Seite, Soße auf die andere Seite. Jetzt kriegt jeder einen Löffel und ja, dann geht's los. So einfach geht's Mittag. So, herzlich willkommen bei Tag 3. Ich war gerade wieder beim Arzt gewesen und wir haben unseren negativen PCR-Test bekommen. Ich wollte euch mal ein kurzes Feedback geben. Also unser Snowberry ist gut 3/4 voll. Ist noch einiges drin, das wird noch spannend. Aber hier im Blueberry ist jetzt hier bisher nur unten unsere Jurte. Also ist ganz schön. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal so ein bisschen. Wir haben hier in Ilsenburg direkt an der Hauptstraße gewohnt. Und da in Schweden wird es aber sehr viel ruhiger sein in Nordschweden. Also wir sind schon sehr gespannt mit 300 Meter Auffahrt oder irgendwie sowas. Ja, heute ist Tag 3 unserer Reise und wir wollen heute zur Fähre. Wir sind schon sehr gespannt. So, hallihallo! Wir haben endlich alles soweit eingeladen. Wie ihr seht, haben wir in der Mitte noch Fahrräder mit. Hier unten haben wir ja am Anfang gezeigt, schon die Toilette, alles zugänglich. Und jetzt verschieben wir nur ein bisschen Müll. Das ist zum Beispiel auch ein Riesenthema, was sich so an Müll ansammelt. Also da kann man echt einen Tag, ohne Witz, einen Tag mehr einplanen, wenn man mit ein halbes Jahr irgendwo ist. Plant einen Tag nur für Sortieren ein. Also so geht's uns. Ja, ansonsten fahren wir jetzt gleich los und machen nochmal einen Stopp beim Supermarkt, holen Knabberkram. Ja, und dann geht's auf die Reise. Verrückt, dass wir jetzt auf einmal in Schweden sind. 4 Stunden oder so waren wir noch in Deutschland, jetzt sind wir in Schweden. Ja. Wir sind schon in Schweden. Ja. Cool. Schweden ist ja ein Hafen. Und aber Deutschland. Einfach den Autos hinterher. Herzlich willkommen in Schweden. Wir haben es geschafft. Tag 3 hat begonnen. Wir hatten eine sehr, sehr gute Überfahrt und stehen jetzt hier auf dem, sieht man das? Auto 1, Auto 2. Auf dem Hafengelände noch. In Trelleburg. Wir sind schon durch alles durch, Zoll und so weiter. Hier ist jetzt einfach der erste Hafen, erster Platz. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen was essen, tanken und dann geht's los zum ersten Campingplatz. Und wir haben diesmal ein günstiges Cottage mieten können für 80 Euro oder so für uns alle. Genau, 500 Kilometer ungefähr zu fahren. Es hat alles gut funktioniert mit dem Packen und so weiter. Ich habe mir nur meinen Fuß umgeknickt und das tut übelst weh. Ich weiß nicht, ob ich das gestern schon gesagt hatte im Video. Ja,
Aber wir nehmen euch weiter mit, hoffen, es ist ein bisschen interessant. Bis gleich. Willkommen beim IKEA in Schweden. Wir sind direkt zum Zeltplatz gefahren. Leider haben wir festgestellt, der Zeltplatz macht erst um 17:45 Uhr auf. Dadurch müssen wir die Zeit noch überbrücken und wir hatten eh überlegt, zum IKEA zu fahren. Also machen wir das jetzt mal und mal gucken, ob wir euch da irgendwie ein bisschen mitnehmen können. Vielleicht ein paar Fotos oder so, weil wir waren jetzt schon in Schweden, in der Schweiz, in Deutschland, in verschiedenen Ländern im IKEA und jetzt gucken wir mal, wie das hier wird. So, wir sind ins Restaurant gegangen und mussten uns jetzt hier verteilen, weil man darf nur 4 Personen pro Tisch. Und ansonsten, mal ein kleiner Blick auf den Parkplatz, ist jetzt hier eigentlich relativ gut besucht. Und hier trägt keiner eine Maske. Also die einzigen Vorgaben, die hier Corona-technisch sind, ist 700 noch was Leute Abstand halten und ja eben hier nur so ein paar Leute am Tisch. Ansonsten muss man natürlich hier auf Englisch bestellen, aber die ganzen Beschriftungen sind natürlich alle auf Schwedisch. Interessant ist, dass es halt so viele deutsche Worte gibt, also die man wiedererkennt. Sei es irgendwie Kommune oder zum Beispiel Traffic, also Traffic kommt an verschiedenen Stellen vor. Wo man dann wenn man ein bisschen aus dem Englischen aus dem Deutschen was kann, wenn man das ein bisschen zusammenbaut, dann kann man doch einiges irgendwie entziffern. Und das finde ich ganz lustig bei dieser Sprache. Ich bin auch schon gespannt, was wir denn in den nächsten paar Monaten lernen werden. Die Kinder haben jetzt hier so Sprachlern-Apps, wo sie halt dann einfach Worte lernen. Und uns erwartet dort in der Nähe eine Familie mit 4, 5 Kindern. Und die können ja alle Schwedisch und eben ein bisschen Englisch. Und unsere können halt Deutsch und ein bisschen Englisch. Und dann schauen wir mal, was da passiert, wenn wir die zusammenwürfeln. Herzlich willkommen auf unserem ersten Campingplatz. Die Katharina ist hier dabei, eine Wickelstation aufzubauen. Oder doch lieber da drin wickeln. Ja, ein bisschen kalt am Boden. Oh, da ist unsere Kleine. Genau. Also wir sind ja zu früh dran. Wir haben das irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es überlesen habe. Aber wir können erst um 17:45 uns anmelden. Jetzt haben wir noch 3 Stunden hier. Also hinten sind die Kinder auf so einem Spielplatz. Ansonsten gibt es hier viele kleine Häuschen, gemähte Rasenflächen. Und hier stehen jetzt unsere beiden Autos. Und ja, wir überbrücken jetzt die Zeit. Wir haben jetzt hier schon alles vorbereitet fürs Morgen, morgen fürs Camping. Also da ist die Jurte, die Feldbetten, Matratzen, Bettsachen. Natürlich wäre die Reihenfolge andersrum besser gewesen, aber naja. Aber wir haben sie so eingeladen. Gut, das war so einen kleinen Eindruck von diesem Campingplatz. Und morgen geben wir euch dann noch ein Feedback.
Herzlich willkommen zu Tag 5. Und wie ihr seht, sind wir auf dem Campingplatz angekommen. Wir sind jetzt hier in Sundstwall an einem sehr schönen Campingplatz. Also hier hinten sieht man direkt... Was ist das eigentlich? Ich habe nicht nachgeguckt. Ist das Ostsee? Ich glaube, es könnte Ostsee sein. Nein. Ich bin mir gar nicht sicher. Und wir haben hier unsere Jurte. Ich habe es total vergessen. Ich glaube, es ist Ostsee. Aber ihr könnt ja gerne unter das Video schreiben, ob das stimmt oder nicht. Was sagst du dazu? Ich habe einen Mundball. Ich muss erstmal was essen. Genau. Also wir sind total dankbar, dass wir hier angekommen sind. Wir haben jetzt hier unsere Jurte aufgebaut. Sind jetzt gerade dabei, Wasser für Nudeln zu kochen. Und die Kinder sind ausgeflogen. Ja, jetzt hast du aufgekaut. Ja, also es war eine super anstrengende Fahrt heute. Also, 10 Stunden unterwegs. Was in Irland die Mauern sind, ist in Schweden der Wald. Also man sieht nicht so oft so viel links und rechts vom Weg, was das Fahren ein Stück weit anstrengend macht. Aber es war ziemlich schön an sich. Das war eigentlich total unkompliziert. Ja, Stockholm war. Eigentlich dachten wir, das Navi führt uns drumherum, aber hat uns doch... Baustellen ohne Ende, also das war ein bisschen heimisch. Also das war sehr anstrengend. Aber sonst, ja. Hat super funktioniert, ne? Ja, hat alles super geklappt. Ich meine, wir sind natürlich auch gesegnet mit 8 Kindern, die super gut mitmachen bei so langen Fahrten. Also es fängt immer erst so die letzte halbe Stunde eigentlich an, so ein bisschen knatschig zu werden oder so. Und das Baby ist auch super unkompliziert, so wie die anderen auch alle waren. Ja. Also da sind wir echt dankbar. Und also unsere Features, die wir jetzt hier auch gebaut haben für die Fahrt, also auch das mit der Toilette im Kofferraum, ja. Das hat sich super ausgezahlt. Dadurch sind wir halt total unabhängig von irgendwelchen öffentlichen Anbietern. Genau, konnten an jedem kleinen Parkplatz anhalten. Genau, also das war wirklich super. Genau. Gut, das war Tag 5 und morgen nehmen wir euch mit zum Tag 6 der Reise und zur Ankunft. Willkommen zu einem Abschlussvideo. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind in Schweden angekommen, sind total umgeben hier von Mücken überall, weil das muss man nämlich ja auch ertragen, wenn man hier eben in Schweden ist. Wir stehen hier vor unserem Haus. Ich zeige das mal hier kurz. Da ist das Häuschen. Da werden noch ein paar Sachen gebaut und wir dürfen hier beim Renovieren etwas unterstützen. Und das ist eine gute Möglichkeit für uns. Und wir sind total froh, dass wir hier angekommen sind. Es war total anstrengend, aber Gott sei Dank hat alles gut geklappt, ne, Katharina? Ja, also anstrengend war vor allem, dass wir müssen wir müssen mal ein bisschen rumlaufen, das ist ja genau. Sehr nervig. Anstrengend war vor allem, dass es so lang und gleichförmig war. Und der Verkehr in Stockholm, der war auch sehr... Oh ja, weil da wurde so viel gebaut und so weiter. Aber ansonsten war einfach leere Straße mit Wald links und rechts. Genau. Und, das über Stunden. Also quasi. Also die Landschaft hier hat sich eigentlich nach Sundstwall. Da hat sich die. Verändert. Ja, aber da hat sie sich eigentlich erst richtig verändert. Weil vorher war es sehr europäisch, deutschlandmäßig. Und danach wurde es dann doch sehr lappländisch. Also bald. Richtig, und richtig. Immer mal unterbrochen von so einem See. Also, schon sehr schön. Genau. Also wir laufen jetzt hier rum, nicht, dass ihr euch wundert, aber so können wir die Moskitos uns ein bisschen vom Leib halten. Genau. Ansonsten sind wir relativ nah hier an so einer Siedlung dran. Also hinten sind auch andere Häuser. Boah, ey, Viecher. So, ist jetzt genug, wir müssen jetzt unbedingt rein. genau. Wir hoffen, das Video war ein bisschen interessant für euch. Ist jetzt wir hier so ein bisschen rumlachen. Richtig, genau. Also die Zeit ist jetzt gerade abends. Die Kinder sind im Bett. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und einen netten Kommentar. Und wir zeigen euch dann so nach und nach, was wir hier so in Schweden erleben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.